Hallo mein liebes Wassermann-Sternzeichen und herzlich willkommen zum kollektiven Wochenhoroskop. Oh, ich sehe da gerade schon etwas. Sehr, sehr interessant. Springt der Wassermann jetzt endlich über seinen Schatten? Weil hier geht es nämlich darum, den Horizont zu erweitern, langfristig geduldig zu sein. Ich weiß, manche sind nicht unbedingt die geduldigsten, aber hier sind auch noch die Liebenden gefallen. Das kann natürlich zum einen für einen Zwilling stehen, ich weiß nicht, warum ich das sagen soll, zum anderen aber natürlich für die Liebe par excellence. Ja, also wer hier geduldig war und ja seinen Horizont so ein bisschen erweitert hat, neue Einsichten gewonnen hat, der wird hier auch langfristig Erfolg erzielen in Form von Liebe. Das teilende Prinzip und das ganz unabhängig, ja, also keine Abhängigkeit. Ich weiß, die Luftelemente, die lassen sich nicht so gerne binden. Nichtsdestotrotz geht's hier wirklich in die Dualität. Jeder bekommt das, was er investiert, auch wieder zurück. Und mit dem Hierophanten heißt es auch, die Unabhängigkeit weiter zu behalten. Weil hier ist auf jeden Fall eine geklärte Person im Kartenbild, sehr reflektiert an sich. Aber auch hier gibt es noch das ein oder andere kleine Problemchen. Und dafür kann Dualität schon mal sorgen. Ja, plötzlich muss das Revier geteilt werden. Nicht mehr frei. Es kommen Gefühle hoch, ja, die vielleicht lange versteckt worden sind. Und das kann erstmal für einen kleinen Mangel, für einen kleinen Rückzug sorgen. Nichtsdestotrotz geht's hier auch schnell in die Selbstreflexion rein mit dem Hermiten. Ja, hier wird nochmal Innenschau betrieben und gleich im Anschluss habe ich hier die 8 der Kelche, das heißt, die werden wirklich 2 Kelche zurückgelassen, die nicht mehr dienlich sind. 2, um hier wieder in die Dualität reinzukommen und natürlich auch 2 neue Kelche zu erhalten, die dann wieder mit schönen neuen Emotionen gefüllt werden können. Sehr, sehr interessant, ja, also wenn hier wirklich Angst vor Abhängigkeit besteht bei jemandem, vor allen Dingen, wenn da schon eine lange Single-Geschichte vorhergeht, dann ist absolut gar kein Grund zur Sorge, sondern ja, lass das Gefühl einfach mal zu, im wahrsten Sinne des Wortes. Was hast du zu verlieren? Du kannst im Endeffekt nur gewinnen.